Das zeichnet ihn aus, dass er offen ist und neugierig ist, dass er eben auch Ideengeber ist, ne? Und das kommt ja irgendwo her. Also da ist ja eben irgendwie eine große Wachheit und eine große Offenheit. Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass man es vielleicht auch schon schneller hätte abschließen können und das nächste machen können, aber es wurde eben immer noch weiter gefeilt. Sie denkt ganz präzise, viel präziser als ich das kann. Sie ist ja Archäologin und wenn man also aus den eigenen Erfahrungsschatz irgendetwas sagt, was nicht ganz genau stimmt, dann wird man sofort belehrt und zwar ganz streng. Aber das ist alles ganz wunderbar, weil es alles eingebettet ist in eine ganz souveräne, in sich ruhende Persönlichkeit. Also wenn man sich für Literatur ernsthaft interessiert, dann kommt man nicht an Jean Genet vorbei. Man kann ihn wirklich als einen der großen Dichter und Dramatiker des 20. Jahrhunderts der französischen Literatur bezeichnen. Sein erster Roman ist eben Notre Dame de Fleur gewesen und das ist ja auch der erste Roman, der bei Merlin dann erschienen ist und dann kurze Zeit später eben auch gleich unter Anklage gestellt worden wegen Unzüchtigkeit. Genet wurde vorgeführt in Deutschland als der kriminelle Autor, der homosexuell ist und überhaupt fürchterliche Outlaw. In Frankreich war er persona non grata, also er war nicht Mitglied der Autorengesellschaft und die lehnten ihn auch ab. Die wollten auch, es wurden auch die Verträge nicht etwa über die sonst in Frankreich sehr gut organisierten Autorenverbände gemacht, sondern das wollten die nicht. Mit dem wollten sie nichts zu tun haben. Was Chantal betrifft, so hat meine Tochter im Jahr 2002 zum ersten Mal einen Roman von ihm veröffentlicht, Das verrückte Kind aus dem hohen Baum. Und dann war ich besonders beeindruckt natürlich, dass diese treue und engagierte Einsatz für Chantal dazu geführt hat, dass er dann also den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekam. 1999 erschien dieser Roman und wurde in Frankreich, bekam er diesen Prix du Premier Roman, war in der Presse gut besprochen, zusammen mit anderen Autoren aus dem Maghreb, die eben auch sehr gut besprochen wurden. Da gab es diese Sammelrezension und ich war eigentlich an einem anderen Autor interessiert. Das gestaltete sich irgendwie schwierig und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr froh darüber, dass es sich so schwierig gestaltete. Jedenfalls stieß ich in dieser Rezension eben auf Chantal. Und gemeinsam mit Marc wiederum, der natürlich auch irgendwie eine Rolle spielt bei der ganzen Geschichte, haben wir dann so gedacht, naja, mal gucken, was ist denn das? Und dann haben wir das gelesen, Marc hat es als erster gelesen, habe ich es gelesen, dann hat es meine Mutter gelesen und irgendwie, es wurde dann gesagt, das ist ein interessanter Autor. Ja. Und dann hat aber, da wurde gar nicht weiter gesagt, ja, mach mal, wurde dann gesagt. Meine Mutter war ja Pianistin und wurde Pianistin. Dann hat auch Musik studiert an dem wunderbaren Flügel, der ja drüben steht. Und wir hatten das Kinderzimmer Wand an Wand mit dem Zimmer, wo der Flügel stand. Also mein Bruder und ich, wir sind aufgewachsen mit Musik. Und natürlich Bach und alles mögliche, Brahms. Sie hat ja immer fort geübt, nicht? Das wie jeden Tag mehrere Stunden. Und das ist natürlich irgendwie hängen geblieben. Das habe ich schon mal aufgeführt. Ja. Das muss ich jetzt noch mal wieder angucken für eine andere Aufgabe von Brahms. Ja. Die zweite Rhapsodie, die hast du auch schon mal gehört. Ja, das ja. ist die. Ja. Der Abend, der rote Indianer raucht still sein Kalumet. Was schert's ihn, ob ein vertaner Tag in der Pfeife zergeht? Bei solchen Holzschnitten, wenn wir eine Gemeinschaftssache gemacht haben, immer der Letzte, der seinen Holzschnitt fertig gekriegt hat. Aber immer
auf die Sekunde fertig. Moin, Jussi. Grüß dich. Hallo, ja, grüß dich, alles klar? Verhältnismäßig, ja. Verhältnismäßig, ja. Ja. Es gibt sicherlich Leute, die also einen Verlag gründen mit einem ganz festen Plan. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern es war der Fall, dass ich eben mich von meinem Vater abgrenzen wollte und wollte meine eigene Sache machen. Auch ohne Mittel. Das dachte ich mir schon, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir haben es ja auch hingekriegt, schlecht und recht. Da war mir eigentlich die, ja, in gewisser Weise kreatürlich sich entwickelnde, jetzt nicht von mir ausgehend, sondern wie so eine Pflanze, ne, die sich entwickelt. Da kommt das eine aus dem anderen und auch diese Vorstellung hatte ich nicht, aber die war natürlich im Hintergrund irgendwie, funktionierte das. Ich habe bei der Mürike angehabt, diesen Bühnenverlag, als Anfang gehabt. Und dann kam Genet und sagte, irgendwann wollen Sie nicht auch Romane machen. Und da hatte ich Genet als Plan, weil ich plötzlich Buchverlag. Ich war allerdings auch mit Desart schon Buchverlag. Und dann kam mit den Rixdorfern letztendlich, also nicht nur mit den Rixdorfern, aber auch, ich hatte vorher schon Franz Masereel, wunderbarer Holzschneider. Und dann kam über die Grafikedition kam dann Janosch plötzlich. Für mich war vollkommen klar, dass das natürlich, weil ich es ja auch gar nicht anders kannte, dass das einfach ein Gebilde ist, was aus sich selber heraus lebt und womit man lebt. Und dass man es eben nicht unbedingt auseinanderziehen kann und sagen kann und es jetzt handhaben kann wie einen ganz normalen Beruf, also, wo ich morgens ins Büro gehe und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist es einfach nicht. Bei Marc komme ich durch. Weißt du denn, wer das überhaupt ist? Ja, das ist bei den Kommerzen. Das weiß ich eben nicht, deswegen ich kann... Das kann ja auch falsch sein. Das ergab sich aber auch tatsächlich real so, dass es also immer mehr Verantwortung im Grunde genommen übernommen wurde, also bis die Herstellung der Projekte wurde dann gleitend von mir übernommen und in zunehmendem Maße mehr. Und dann kam eben natürlich auch, spielte eine große Rolle, dass meine Mutter krank wurde, dass sie letzten Endes dann völlig, dann doch überraschend schnell gestorben ist und dann das natürlich eine komplette Zäsur war im ganzen Haus und mein Vater dann sagte, das war eben 2005, so das Finanzielle kannst du jetzt auch machen. Also eben tatsächlich auch so hat er es eben auch gesagt. Also da möchte ich sozusagen rückgreifend zurückkommen auf Udo Lindenberg. Ich meine, die Anregungen oder so weiter, das ist ja auch von ihr gekommen, schon ganz früh. Da war noch gar nicht, war immer das Verhältnis schon so, wie schon geschildert. Aber dann war plötzlich Udo Lindenberg, tauchte irgendwie, war eine Figur, die, und dann bin ich mal mit ihr zusammen, habe sie begleitet in ein Konzert und dann dachte ich, das ist ja fantastisch, das müssen wir irgendwie machen, nicht? Oder was machen wir da? Wie könnte man, ja, das ist, geht auf, allein auf, sonst wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, mit Udo irgendwas zu machen, nicht? Ja, Mensch, ob das nun alles so passt? Scheiße, habe ich das zu eng gemacht. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was Neues mache, einen neuen Holzschnitt, einen großen oder sowas, fühle ich mich immer wie ein Anfänger. Und das ist grauenhaft. Man weiß ja, es wird immer klappen. Du hast in deinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Holzschnitte gemacht und sind auch meistens ganz gut geworden oder befriedigend geworden. Und nun hab dich mal nicht so, mach los. Und das funktioniert nicht. Man ist immer bezweifelnd dabei. François Bondy, ein sehr bekannter, damals sehr bekannter Feuilletonist, hat irgendwo gesagt, er hält Janosch für den am meisten unterschätzten deutschen Künstler. Und das ist eine sehr verzwickte Aussage, die aber absolut zutrifft. Denn auch die anderen Künstler, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet hatte, schon vorher zusammengearbeitet hatte, waren alle nicht so berühmt, aber gleichzeitig waren sie auch wieder berühmter und sie hatten auch alle eine gewisse Distanz
weil Janosch eben auf seine Weise wirklich eine herausragende Figur ist, auch unter Künstlern. Er hat irgendwie mich durchschaut, dass ich auch irgendwie nachgiebig bin und so, und er kann mir das dann alles so erzählen, und ich werde trotzdem, wenn es mir möglich ist, für ihn eintreten. Und das ist auch so gewesen und hat ganz, ganz lange ist es gut gegangen, und irgendwann war das auch zu Ende. Nur es war eine sehr, sehr interessante, glückliche Zeit, wo man sich gegenseitig verstanden hat und sich gegenseitig keine Schwierigkeiten gemacht hat. Nach Möglichkeit habe ich ihm geholfen und er mir auch. Man ist ja mit bei nahen Verwandten mitunter sehr viel weiter entfernt als bei flüchtigen Bekanntschaften. Und ich glaube, Janosch ist für mich so einer, dem ich mich sehr verwandt fühle, aber dann doch mit großer Distanz. Also kurzum, ich finde ihn natürlich toll, und ich finde es gut, dass Merlin diesen Glücksgriff mit ihm hatte und in großer Auflage die merkwürdigsten Sachen unters Publikum gebracht hat, was ich alles gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Das war das, was man klassisch unter Verlagsarbeit versteht, eine Zusammenarbeit mit dem Autor oder Künstler. Gemeinsam schafft man die Werke. Und das ist jetzt einfach nicht mehr gegeben. Ich habe mit seinem Werk zu tun, aber ich habe mit dem Künstler selber nichts mehr zu tun. Es ist sogar noch so, dass jemand anders quasi die Rolle des Autors übernimmt, der jetzt also betriebswirtschaftlich ein Unternehmen betreibt. Wie wird die Situation beurteilt? Einmal die eigene Situation von Janosch, der sein Werk, sein Lebenswerk hat und so weiter. Und dann das Verhältnis zur Aktiengesellschaft. Ist das ungetrübt? Soll das jetzt so bleiben? Oder soll man auch irgendwie, kann man was machen und so? Das ist ja auch, glaube ich, angesprochen worden, sehr vorsichtig angesprochen worden, aber doch irgendwie war das auch ein wichtiges Thema bei der ganzen Sache. Ja. Herr Janosch, wie erzieht man ein Kind richtig? Ein Kind braucht ein gutes Vorbild. Dazu reicht es meist, ein Bild von Wondrak aufzuhängen und zu sagen, das ist Wondrak. So einer solltest du auch werden. Gut, in den Jahren mit Janosch war das natürlich eine sehr entspannte, finanziell entspanntere Situation, als es je gegeben hatte im Verlag. Wir haben ja immer Schwierigkeiten gehabt, uns vorzustellen, wie es weitergehen soll. Erst mit Janosch kam eine Situation, wo man sagen konnte, jetzt haben wir mal Luft und jetzt können wir mal auch viele Schulden bezahlen, die sich aufgesammelt haben und so. Das ist bisher nicht zur Sprache gekommen, aber Zuckerschlecken war das nicht. Ist das schon von Frankfurt aus? Ja, wenn der aber krumm und so aufhört. Muss er ganz streng sitzen. Dann von Frankfurt geht das nur bis Avignon. Bis Avignon geht dann, ja. Das, was ich ja vorgefunden habe oder weshalb ich mich auch dazu entschlossen habe, es eben fortzuführen, ist einfach erstmal eine Backlist, die im Grunde zeitlos ist. Also man kann sie auch heute noch lesen und lichte Momente erleben und Momente des Genusses. Also das zum einen zu bewahren, mittlerweile sind es ja auch tatsächlich Klassiker, kann man sagen. Und nach Möglichkeit mit einer, das ist das, was mir tatsächlich wichtig ist, mit einer im weitesten Sinne gesellschaftlichen Relevanz. Und das bedeutet da eben auch Stolpersteine und Widerhaken einzubauen. Das ist wahrscheinlich das, was ich auch interessant fand an dem Autor Sansal, weil ich eben auch gesehen habe, der ist im Grunde genommen irgendwie involviert in dieses System, wenn man so will, und ist gleichzeitig ganz kritisch. Und was passiert da jetzt? Wie geht das zusammen? Ich bin selber in Frankreich gewesen, als in Algerien dieser schwere Bürgerkrieg war. Also eine unglaubliche Brutalität innerhalb des Landes. So.
wo man auch nie so ganz genau wusste, wer steht da jetzt eigentlich auf welcher Seite. Ich denke, es hat was damit zu tun, dass ich irgendwie sozusagen, weil das ist auch etwas, was mich immer beschäftigt hat, schon seit der Jugend, also diese ganze nationalsozialistische Vergangenheit Deutschland, also diese Brutalität und diese Unerbittlichkeit, mit der man also auf Menschen losgeht, dass mich das also beschäftigt hat und ich da irgendwie sozusagen einen Gegenwartsbezug gesehen habe in dieser Bürgerkriegsgeschichte, nicht? So. Wie mache ich das jetzt heute? Also ich habe natürlich, ich musste ja erstmal überhaupt eine Struktur schaffen und musste auch feststellen, dass die Struktur, die mir eigentlich vorgeschwebt hat, nämlich eine familiäre Struktur, die ich aber in der Familie so nicht abbilden konnte, weil der Gefährte eben dann doch zwar mitwirkt, aber nicht hundertprozentig mitwirkt. Ich konnte also nicht ein Zweierteam sozusagen zur Verfügung stellen oder hatte das nicht zur Verfügung, sondern ich musste mir ein Team schaffen. Zeigen. Also das ist sowieso ganz wichtig, bei all diesen Dingen und auch jetzt in der Konstellation ist es wichtig, dass man sich austauscht darüber und sich das zeigt und dass man die Anregungen, die die andere bringen kann, dass man die mit aufnimmt. Ich hätte da noch eine Idee, und zwar, ob er nicht die Verlegerin mal auf dem Sofa haben möchte. Ich weiß ja nicht, ob sie dazu bereit wäre. Weiß ich nicht, Sie haben ja mit der Frau gesprochen. Was hat die Ihnen erzählt? Also, ja, die hat natürlich gesagt, dass sie also interessiert sind, also vorwiegend an interessanten Frauen. Und also ich würde sagen, das probiert man einfach aus. Also dann geht man denen halt ein bisschen auf die Nerven, genau. Und dann ist gut. Gut, also ich meine, ich bin im Prinzip mir für nichts zu schade, außer vielleicht irgendwie über den Atlantik zu schwimmen. Also diese Betreuung, in Anführungsstrichen, von Mitarbeitern ist natürlich nochmal eigentlich ein eigener Job. Und das ist das, da hatte ich kein Vorbild. Doch, da hattest du insofern ein Vorbild mit deinem Vater, weil du dann auch gerne alles lieber selbst gemacht hast. Man macht bestimmte Dinge eben gerne so, wie man möchte, dass sie gemacht werden. Und Mitarbeiter machen es nur in Ausnahmefällen wirklich so, also macht man es lieber selbst. Und das hast du natürlich bei mir abgeguckt, denn das machst du jetzt auch so. Entschuldigung, aber... Für das Umgekehrte hatte ich eben auch kein Vorbild. Weil du eben auch nie Mitarbeiter hattest, konnte ich auch nicht lernen daraus, wie man es macht oder wie man es besser nicht macht. Also ich habe eben natürlich definitiv, das konnte ich von dir nicht lernen. Und, nee. Und es war auch gar nicht unbedingt meine Zielvorstellung, dass ich jetzt also praktisch dann als Chefin irgendwie dastehe. Das war, am Anfang war das überhaupt gar nicht das Grundkonzept, was ich hatte. Bin aber letzten Endes, muss ich sagen, dahin gekommen, dass das dann eben wahrscheinlich die einzige Lösung ist. Ja, das ist nämlich die einzige Lösung. Für einen Verlag, so wie der Merlin Verlag nun ist, ist es die einzige Möglichkeit im Grunde genommen. Das wird auch noch. Ja. Na, guck mal. Oh. So, gut. Kalumet. Haben wir denn die Säge hier? Ja. Bei der Schmökerecke ist es so, das haben wir eigentlich gemeinsam entwickelt. Die Reihe ist ja in den 90er Jahren, also am Anfang dieses Generationenwechsels entstanden. Und das war so die Zeit, wo Merlin im Buchhandel den Ruf genoss, in Anführungszeichen, ein anspruchsvolles Programm zu haben. Und im Buchhandel bedeutete das Thema oder das Stichwort anspruchsvoll eben schwer verkäuflich. Das ist natürlich eine Unterhaltungsliteratur, aber es sind Autoren, die schon irgendwie auch ein Thema einfach, was relevant ist, behandeln wollen. Und das ist bei der Antje Barben der Erde so, das ist bei Björnebo so, das ist auch bei Janosch mit dem Sandstrandroman so. Und das ist zum Beispiel der erste Roman von Thomas Fritz, Blick und Beute, ist auch in der Reihe erschienen. Und das ist auch so. Das ist nun eine Krimikomödie, wenn man so will. Aber es ist natürlich ein Ost-West-Roman auch. Ne? Also Fakt ist natürlich, dass in dieser Reihe eine Reihe von Titeln erschienen sind, die einfach sehr gut sich verkaufen und zeitweilig auch wirklich finanziell den Verlag gestützt haben. Und das ist eben das, was wichtig ist auch. Ne?
Tone hier. Ja gut, das hat das mit dem manchmal so nichts zu tun. Aber mit dem anderen, das ist viel ärgerlich. Dann wird das hier alles nochmal machen. Ja, wir müssen wahrscheinlich mal zwei Blätter drunter legen. Was? Ja, ja, nee, wir müssen hier noch ein anderes Material raussuchen. Luzi Schauer hatte eine Besprechung gemacht von einer Ausstellung von Ali Schindehütte mit irgendeiner Krickelfigur, die er gerne machte damals in die Zeit, karikaturenmäßig. Und das war so etwas, was ich mir dachte, das kann man gut für Werbung, für Drucksachen und so weiter verwenden, weil wir ja auch nicht so ganz langweilige Sachen machen wollten. Ich kannte ihn als Verleger, weil er Genie verlegt hatte und da auch viel mit Notre Dame de Fleurs sehr viel Wirbel ausgelöst hatte. Das dauerte keine zwei Tage, dann waren wir verabredet in Hamburg in einem Lokal am Gänsemarkt und es kam nicht nur Ali Schindehütte, sondern es kam zu viert, ja nicht zu viert, zu dritt kamen sie, nämlich Ali, Arno Waldschmidt und Uwe Bremer. Das war wohl lieber auf den ersten Schluck, als wir uns da begrüßten. Von da an entwickelte sich die Zusammenarbeit mit den Regensdorfern sehr rasch und die hatten sofort dann großen Einfluss auf die ganze, weil sie auch sagten, das können sie doch so nicht weitermachen. Sie müssen ein bisschen was tun für optisch auch. So. Das ganze Outfit muss lebendiger werden, weil ich gar nicht in der, wir waren ja bis dahin gut. Wir waren natürlich in Erscheinung getreten, aber nicht irgendwie gestylt, sondern ganz normal. Und Andreas kam uns immer sofort vom ersten Augenblick wie ein Künstlerkollege vor, im besten Sinne. Also wie ein Künstlerkollege, aber nicht wie ein Verleger, der nun über den Künstlern steht und ihnen Aufträge erteilt. Es war sofort eine Ebene. Und dann haben wir mit den Rixdorfern und dem Merlin Verlag Sachen gemacht und parallel hat jeder von uns vier Rixdorfern Einzelerscheinungen mit Andreas Mayer gemacht. Also bei mir fing das irgendwie an, die Philosophie im Boudoir von Desart und ging dann über eine ganze Reihe von Erscheinungen, die sich eigentlich bis heute durchziehen. Zu viert ist es natürlich um vieles einfacher, ne? So, weil keiner muss sich hervortun und so weiter. Und dann, man könnte höchstens sagen, motorisch war Arno eigentlich der ist in die Werkstatt gegangen und hat einfach losgelegt, ne? Und dann legten wir auch los, ja. Er fehlt uns auch in dieser Richtung. Nee, wir haben doch schon einen Fuchs gemacht. Ach so. Ja. Na, zweimal, das sollte man vielleicht doch nicht machen. Josi meint, wir sollten vielleicht noch mehr von diesen, also von denen mit den Toten, mit den Geistern. Noch zwei, drei machen. Jeder noch ein, ja. An wen habt ihr gedacht? Na, ich würde gerne eins mit Wettau machen, zum Beispiel. Und, Josi weiß ich nicht, dann muss ich. Aber nur von Verblichenen, keine. Nur eben mit Geistern. Mit Geistern, ja, ist doch gut. Und dann sollte man aber deutlich wieder zu leben. Ja, also ich habe dann mit Arno zusammen die Neger illustriert und gestaltet. Und da kann man in dem Zusammenhang vielleicht darauf verweisen, man mag gar nicht glauben, dass es solche historischen Momente gab. Es gab den allerersten Fotokopierapparat, Gerät am Bahnhof Zoo, im Unterkeller der Bahnhof Zoo. Und wir haben das durch Zufall entdeckt und haben mit diesem Fotokopiergerät dann gearbeitet und Illustrationen gemacht für diesen Band. Das ist ja das ist eigentlich eines der schönsten Bücher, das wir überhaupt gemacht haben, als Textausgabe zusammen mit Illustrationen. Das haben die so geliefert und haben zusammen eben, waren eben großartig, die sind noch nach wie vor großartig. Damit das mal nicht so abstrakt ist. Ne? Ein schwarzes Buch von Uwe Bremer. Mit Prägung, ne? Alter Kapitän. Uwe Bremer ist einer von den Rixdorfer Künstlern, die da auch an der Wand hängen. Und da ist eine Typografik, die die Werkstatt
Rixdorfer Drucke gemacht hat. Und einer von den vier Rixdorfern ist eben Uwe Bremer. Und das Besondere ist dann eben auch, ne, das steht dann hier im Impressum, von diesem Buch wurden 300 durchlaufend nummerierte und 9 nicht für den Verkauf bestimmte Exemplare gedruckt und vom Künstler signiert. So, das ist hier die Signatur. Mhm. Dieses Exemplar trägt die Nummer 217 von 300. Also 300 sind es insgesamt, ja. Und dann sind die alle einzeln durchnummeriert. So, also man sagt, das ist eben eine bibliophile Buchausgabe. Also bibliophil ist eben damit eigentlich gemeint, dass es eben besonders schön ausgestattetes Buch ist. Und dafür gibt es natürlich besondere Liebhaber. Und da spricht man dann eben von den Bibliophilen. Merlin Verlag, Katharina Meyer. Es wird auch normiert und das ist das Erschreckende, was man sehen kann in der unabhängigen Verlagslandschaft. Also wir zum Beispiel als kleiner unabhängiger Verlag liefern selber aus. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben hier Lagerkapazitäten, wir machen mit Little Tiger einen Internetshop. Wir haben also eine Infrastruktur, um selber auszuliefern und machen das aus Überzeugung. Wir haben natürlich das Problem, dass die Vertreter uns nicht mitnehmen wollen, weil wir selber ausliefern. Und wir haben das Problem, dass bestimmte Buchhandlungen nicht mehr bei uns direkt bestellen, weil sie eben dann von uns beliefert werden und nicht aus einer Auslieferung. Aber wir sind wenigstens unabhängig. Das habe ich schon so. Sag mal, das habe ich festgemacht. Na gut. Nee, hier ist das. Ja, ja, klar. Das ist hoch. Ja. Guck mal, da liegt doch was, genau. Guck das an. Nimm's mal, ich halt mal hoch. Und nimmst das Holz. Und dann war Gené in Hamburg und dann haben wir uns auch kennengelernt, auch vorher schon. Und Paris. Und dann hat er mich gefragt, wollen Sie nicht auch mal einen Roman machen, weil er ganz zufrieden war mit der Aufnahme der Zofen in Deutschland, überhaupt, dass die gespielt wurden und meine Initiative ist, wir hatten eigentlich ein ganz gutes Verhältnis von Anfang an, obwohl wir nie so sehr oft uns gesehen haben. Das war, glaube ich, das erste Prosabuch, was er hat drucken lassen, einfach auch aus Trotz ein bisschen, weil er eben das beweisen wollte. Er ist sowieso ein bisschen ein trotziger Mensch immer gewesen und das ist ja auch sehr... Das ist ja ein Teil des Charmes, den er hat, dass er einfach gegen den Strich sich bewegt. Ich habe eben einfach sehr viel Glück gehabt, denn das wurde ja sofort irgendwie angezeigt. Niemand weiß genau, wer eigentlich die Anzeige erstattet hat, dass das ein unzüchtiges Buch sein sollte. Und dann kam der Prozess und dies ist das Exemplar. Da kam, als bevor die Anklage überhaupt erhoben wurde, kam natürlich ein Brief vom Gericht irgendwie. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass bei Ihnen ein Roman von Gené erschienen ist. Es besteht der Verdacht, dass das unzüchtig sein soll. Wir müssen das prüfen. Schicken Sie uns bitte ein Exemplar. Und da habe ich Ihnen dieses Exemplar geschickt und gesagt, mit einer Rechnung. Und dann haben sie gesagt, dafür können wir das, so ist das nicht gemeint. Also kaufen können wir das nicht, da haben wir gar kein Geld dafür. Dann müssen sie das beschlagnahmen. Aber wenn sie es freiwillig geben, dann wird es nicht beschlagnahmt. So. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also machen wir das so, ich gebe es ihnen so. Und wenn das Verfahren zu Ende ist und sie es geprüft haben, dann geben sie es mir wieder. Ich glaube, es war natürlich eine große Tat von Andreas, dass er den Mut hatte, in der damaligen Zeit diesen Prozess zu riskieren. Das hat ja Rowohlt nicht gehabt, den Mut. Und das hat andererseits den Merlin Verlag natürlich auch gleich in eine ganz andere Position katapultiert. In dem Prozess ging das sehr schlecht aus für mich zunächst, weil der sogenannte Berichterstatter, das ist immer ein Richter, der dann berichtet über den Gegenstand der Anklage und der alle Striche, was wo irgendwas war, wo man sagen konnte, also sein Arsch ging schon auseinander oder irgendwie so Sachen, wo man sagen könnte, was hat ja mit Pornografie, ist halt keine Szene, die einen irgendwie anmacht, sondern im Gegenteil, oder die, also er hatte nicht wie Björnebo
versucht, ohne diese Ausbrüche, sondern ist trotzdem natürlich von bei ihm von solchen Anzüglichen, auch in der Terminologie, wie er benutzte. Da war Genino noch so überhaupt kein, nicht Zimmer, auch in unserer Übersetzung ja nicht. Und das wurde mir dann beim Staatsanwalt vorgehalten, so die Szene, also da liegt einer und der liegt in seiner eigenen Scheiße, ich mochte ja gar nicht aussprechen das Wort. Ne? Finden Sie das denn irgendwie komisch? Das finde ich überhaupt nicht komisch, das ist aber so. Und das war meine Angst, so konnte man ja nur darauf reagieren. Aber das war das, wogegen sich das, und das, gut, jetzt war das, ich nehme an, es ist, Buchholz, weiß ich nicht, aber jeden, oder er hat es angeregt, dass irgendjemand im, denn er kam in der Pause, wo bisher hatten nur dieser Berichterstatter Szenen zitiert, rot angestrichen, im Buch habe ich ja gesehen auch, und wir, haben wir auch, dann kam nach der Pause mit wehendem Talar, wunderbar wie ein Renaissancefürst, kam Buchholz rein und sagte, ich möchte die Anklage selbst übernehmen. Und die Richter, also erstarrt, das kommt ja selten vor, der Generalstaatsanwalt selbst. Und Buchholz plädierte auf Freispruch. Von vorne an sagte, es ist also die Vorstellung, dass Anzüglichkeiten Verbot oder Strafe gestellt werden sollten. Der literarisch interessierte Leser wird daran keinen Anstoß nehmen. Und das, darauf kommt es an. Die Literatur muss frei bleiben und das ging durch, hat er auf Freispruch plädiert und hat gesagt, dieses Buch ist in keiner Weise anzüglich, es entspricht dem momentanen Stand der Literatur und so, das war der Freispruch. Das war natürlich die spektakulärste und auch die weitesten Folgen hatte. Also das war wirklich ein wunderbarer Präzedenzfall für die Freiheit der Kunst. Es ist nie formuliert worden, dass der Verlag jetzt sich zum Ziel gesetzt hat, die Freiheit der Kunst irgendwie zu vertreten. Aber es ist eine Thematik, die natürlich, wenn man sich das Programm anschaut, immer wieder aufflackert. Wenn man einen Autor wie Jean Genet über so viele Jahre betreut und er ja auch so unübersehbar mit der Geschichte des Verlages und mit der Entwicklung des Programms verbunden ist, dann ist es angemessen, dass man ihm eine Werkausgabe widmet. Insofern hat sich im Laufe der Zeit eben dann eingestellt, dass das natürlich ein relativ großer Aufwand ist, der insbesondere durch die Ausstattung. Da hat man dann die Schwierigkeit, dass man auch dafür sorgen muss, dass das Material, was man gewählt hat, dass man das im Laufe dieser Zeit, die das einfach braucht, eine solche Ausgabe zu machen, dann noch verfügbar ist. Also das ist das, was natürlich diese Ausgabe aussendet. Dann natürlich das Papier, das sich schön anfasst, der einheitliche Satz, also die gleiche Typografie. Dann haben wir in jedem Band einen anderen Vorsatz. Der ist von Martin Bronsemer, das ist ein Hamburger Künstler, wunderbarer Maler. Und mit diesem Vorsatz hat es noch eine besondere Bewandtnis. Es ist eben so, dass es handelt sich um einen Tischabrieb, also es ist eine Tischfläche. Dadurch, dass eben die Struktur des Tisches durch das Bemalen mit Stift und Zeichenmaterialien eben, hervorgearbeitet ist. Und was man dann noch wissen muss, ist, dass es sich bei dem Tisch, von dem das also abgenommen ist, handelt es sich um den Tisch von Horst Janssen. Also das ist eine Geschichte hinter der Geschichte. Und das ist natürlich für uns was ganz Besonderes. Ach, habe ich zu gut gemeint mit dem Abholen.
Warum das nicht kommt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, wir können natürlich tiefer gehen, nicht? Also wir können tiefer gehen, ja. Wir haben ja da oben noch ein bisschen Platz. Ja. Das liegt ein bisschen am Einweißen, aber da hier unten ist mir das nicht zu schwer. Ich guck's ja auch nur nicht wie das Kalumet. Nein, das fehlt. Eine Eigenblutspritze, erinnern Sie sich, das war in München, dort war eine Eigenblutspritze. Ja, kenne ich. Das war die Rede, ja. Da haben Sie mich mitgenommen, das muss man unbedingt machen, weil das irgendwie gut ist. Eigenblutspritze, wollte ja eine Eigenblutspritze. Und so hatte ich den Gedanken, jetzt machen wir Kinderlieder und jeder Autor sucht sich ein Kinderlied aus und macht dazu eine Grafik und Abi Hübner vertont das alles und verjazzt das alles. Das war gerade die Zeit, mit Janosch habe ich gesagt, wollen Sie damit machen? Und dann sagte ich, ja, warum denn nicht? Ich habe aber noch nie eine Radierung gemacht. Dann sagte ich, das kann man doch lernen, das kann ja so schlimm sein. Ja, so, das kann man wahrscheinlich lernen. Bei einem Radierdrucker hat er sich das zeigen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube, ich könnte das machen. Und ich suche mir Udo, Gudermund, du gehst zur Stille aus. Und das dauerte nicht lange. Dann kamen 4 Grafiken. Und ich sagte, eine kann ich nur brauchen. Und habe dann gesagt, wir nehmen das mit dem Hahn. Das ging dann mit Janosch unglaublich weiter. Der war so fleißig und hatte so viele Einfälle. Bleiben ja nur noch 2 über, unter denen die Aufgaben verteilt werden können. Also ich glaube nicht, dass du noch Kapazitäten frei hast. Ich habe noch was abzugeben. Du hast noch was abzugeben. Zwischen das ist ein hier. Also. Ja, aber nichtsdestotrotz. Also ja, ich sag aber ich mal so. Die Idee schön. Andreas. Hallo. Und Juri. Ach, Juri. Ja, schön. Ich hatte das Glück, dass ich insgesamt 3 Bücher über Genet gemacht habe. Ja? Und ich glaube, sie waren auch nicht erfolglos. Ja? Das ist also das erste Buch. Das sind also diese Transparentbilder. Und wie gesagt, jede Farbe ist extra gezeichnet. Ne? Ja? Und es sind irgendwie natürlich auch so Quälereien und solche so Sachen. Nicht? Also ich habe da die Fantasie spielen lassen. Ja? Ja.
Naja, es ist sehr, sehr frei halt, nicht? Ja. Aber erkennbar. Erkennbar frei. Nicht? Wie gesagt, es ist natürlich mit Schwarz sehr sparsam, ja. Aber Schwarz ist natürlich auch wichtig, nicht? Die das Gerüst halten. Und hier ist eine Figur in Schwarz, was sie nur selten machen. Ne? Aber da bin ich über mich selbst gewachsen. Ne? Und gesagt, das muss es aber machen. Ne? Vorher immer diese Vorsicht. Und die letzte Seite ist so wichtig wie die erste, sagt der Buchbinder. Das ist alles schön und gut, aber wenn Sie glauben, dass Sie das jetzt publizieren können, dann kann ich nur sagen, das können Sie sicherlich so nicht, weil die ganze Bauaufnahme überhaupt noch gar nicht steht. Dann ist er, was machen wir denn da jetzt und so. Und dann sage ich, naja, also ich habe mich da jetzt eingearbeitet, ich kann das gerne machen, aber das kann dann nur so sein, dass das meine Doktorarbeit wird, weil das ist total viel Arbeit und das ist nicht mal eben Werkvertrag. Der Abend, der alte rote Indianer raucht still sein Kalumet, was schert's ihn, ob ein vertaner Tag in der Pfeife zu gehen? Ja. Habe ich 1959 gehört von ihm, bei einer Lesung in Kassel. Ja. Und seitdem hat sich das bei mir eingebrannt. Ja. Ah ja, da haben wir einen Stand für die Buchmesse gemacht. Das Profil, der Januskopf des Verlegers, sein Profil links und rechts. Das ist ja diesem Puzzle hier nachempfunden. Das wurde verschickt als Werbung. Setzen Sie sich selbst das Profil eines individuell geführten Verlages zusammen. Die größere Leistung des Gehirns ist das Vergessen und nicht das Behalten. Das hat mir irgendein Arzt gesagt, dass das so ist. Also insofern, das, was man vergessen will, das funktioniert ja nicht. Genau das gelingt mir. Ne? Ja, irgendwas drängt sich einem ja auf. Ne? Ja, ja. So nicht zu denken, ist ja eine große Kunst. Ja. Also Rechnung schreiben und die Bestellung raussuchen. Also da bleibt wenig Zeit, neue Kunden zu akquirieren oder auch alte Bestandskunden eben, also so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Das habe ich aber im Blick. Und ich werde das zukünftig auch verstärkt machen. Die Leute freuen sich, wenn Kontakt aufgenommen wird und wenn eben auch dann nochmal angesprochen wird, also wie das, was sie jetzt gerade eben aktuell vor ein paar Wochen gekauft haben, eben auch läuft. Die mögen das ganz gerne. Ja, andererseits ist es ja so, dass unsere Verbundenheit mit dem Merlin Verlag zum Beispiel durchaus auch daher rührt, dass der Andreas war ja einer der größten Tabubrecher der Nachkriegszeit. Und das hat uns natürlich sehr gefallen, weil wir auch Tabubrecher eigentlich gewesen sind. Nur nicht in ganz geregelter Linie, wie die 68er-Bewegung. Also da hing nicht Hammer und Sichel drüber und auch kein roter Stern oder so. Aber Tabus haben wir alle immer und gern gebrochen, tun wir eigentlich immer und auch, wenn es denn möglich ist, wenn sie es anbietet. Ja, natürlich. Das alter Kapitän, das ist auch wieder, das ist mit Holzschnitten. Und etwas kürzeren Texten. Also das ist aber eine zusammenhängende Geschichte. Ich muss mich jetzt diesen Memoiren widmen. Wenn es einen Sinn haben soll, dann muss es geschehen und nicht in der Mitte hängen bleiben, weil eigentlich das, was interessant wird wie weit ich jetzt bin, die Auseinandersetzung mit dem Leben und mit dem, was man begegnet, mit den Dingen, mit denen man oder den Personen. Und das Leben ab vom Merlin Verlag. Ja, ne? Schön. Ja. Das Leben. Ja, Prost. Ich glaube nicht an den Teufel, aber wenn ich an den Teufel glaube, dann ist es diese Scheiße mit dieser Elektronik da, die alles kaputt macht und alle Babys, aber das sind alles. Das ist alles teuflisch. Ja. Teuflisch, ist echt ein Teufel. Die Welt hat sich mehr verändert, als wir alle glauben. Das hängt natürlich. Ja, also erstmal ist die Welt natürlich erheblich weiblicher geworden. Und außerdem ist natürlich durch diese Art Digitalisierung und dieses ganze Zeug hat sich die Welt eben total verändert, weil man erstmal überall kommunizieren kann, wo auch immer man steht und tut. Wir machen das alle eigentlich nicht so sehr konzentriert, sondern eher weniger und arbeiten auch nicht mehr solche Sachen. Aber die Welt ist einfach ganz anders geworden.
Und das muss man einfach sagen. Sehr viel, ich weiß nicht, ob es sich zum Guten verändert hat, aber wahrscheinlich. Ja, er will ja von uns Informationen haben, also selbstverständlich. Und so ist das übrigens in der Datenschutzerklärung auf der Homepage auch formuliert, dass wir uns vorbehalten, die Leute auch weiterhin mit Informationen zu versorgen und dass sie zu jedem Zeitpunkt sagen können, wir wollen das nicht. Und das müssen Sie aber sagen. Das müssen Sie dann sagen. Mein Leben lang immer sehr gerne gereist. Das ist vollkommen klar. Und ich würde es auch gerne machen, aber es passt einfach nicht mehr. Das ist einfach so. Naja, gut, das finde ich jetzt auch ein bisschen Koketterie, weil wenn man dich jetzt so anguckt nach dieser Reise, und das konnte man vorher nicht wissen, dann siehst du eigentlich verjüngt aus. Ja, ich fühle mich auch teilweise verjüngt. Ja. Berühmte Vierergruppen. Berühmte Vierergruppen. Also wie beispielsweise die vier Jahreszeiten, die vier Elemente, die vier Himmelsrichtungen, Karo Kreuz Herz Pik, Bastenur Alt Sopran, die vier Evangelisten. Wann kommen jetzt die vier Rixdorfer? In der Liste der vier. Ja, das war eigentlich ganz witzig. Da kam das rein. Und da dachten wir, dass du dich vielleicht damit, dass du vielleicht da einen kleinen Satz dazu uns gelegentlich aufschreiben könntest. Wir würden gern ein großes Blatt daraus machen. Wir würden ein großes Blatt daraus machen. Aufs Leben, ja. Jetzt haben wir erstmal geschrieben, es war alles wunderbar und jetzt sind wir wieder da und jetzt das nur als erste Nachricht. Und jetzt kommt eben die zweite Nachricht, wo man sagt, wie wird die Situation beurteilt, will ich ihm auch schreiben, ich nicht. Aber die jüngere Generation kommt jetzt dran. So. Ja. Insofern gebe ich das weiter jetzt. Naja, gut. Und da gab es ja Leute, die aus dem KZ rauskamen, die drin waren, weil sie schwul waren und unter Adenauer noch mal rein mussten, wenn sie die falsche Person liebten. Ja. Also. Ja, ja. Naja, da hat sich natürlich vieles wirklich geändert, das muss man sagen. Dafür haben wir mitgesorgt. Ja. Die Situation ist wie dieses wunderbare Kornfeld, wo der Wind drüber hinstreicht und es verändert sich immer irgendwie etwas und es ist unermesslich irgendwie, was da an. Das ist eben die große, weite Welt. Je länger ich das so lebe und das so miterlebe eigentlich, das ist ja alles gewonnenes Leben. Man liest ein Buch mit Begeisterung oder mit sonst wie man das erlebt. Doch, also sind alles nacherfolgt. Und Genet hat wunderbar gesagt, wenn ich ein Buch lese, ich schreibe es neu. Nicht? Wenn ich Dostojewski lese, ich schreibe Dostojewski. Schreibe ich es neu. Oder auch wenn er sagt, ich mache Musik. Er war ja auch musikalisch übrigens. Und wenn ich komponiere das, wenn Bach, ich vollziehe es nach. Und das ist auch so.